Sie können nicht mehr. Unendlich viele schlaflose Nächte haben sie hinter sich. Und aus Protest ziehen sie samt Kindern, Matratzen und Decken ins Rathaus in Großheide. Lärm von hunderten Windrädern raubt ihnen den Schlaf. In keiner anderen Region stehen nämlich so viele Windräder wie im Landkreis Aurich. Und der hat die Anlagen nicht nur genehmigt, sondern betreibt sie auch und verdient damit. Und der Bürger ist der Dumme. Das Schlimmste für uns ist, dass wir vor einem Jahr hier gesessen haben, hier in diesem Raum, hier an diesem Tisch, und dass sich nichts verändert hat. Ja. Das ist das Schlimmste. Da fühlen wir uns, gelinde gesagt, verarscht. Ich finde, das ist ein Trauerspiel für eine Kommune und für einen Landkreis, ja, so zu agieren und so mit seinen Bürgern umzugehen. Wir wollen nachts schlafen. Ich bin auch Rentner, aber gucken Sie die Kinder an. Die Tochter hat morgen eine Mathearbeit. Schreibt sie in 5 oder was? Nicht? Wenn Ihre Tochter das wäre, was würden Sie denn sagen? Die können nachts nicht schlafen. Ja. Wenn Ostwind ist, als wenn der Trockner läuft. Ich fordere Sie auf, den Landkreis anzurufen, die sollen diese Scheißmühlen drosseln. Genau, genau. Ab sofort, ab sofort. Aber ab sofort. Um diese Mühlen geht es. Windkraftanlagen im Landkreis Aurich. Die produzieren nicht nur Strom, sondern auch Lärm. Und diesen Lärm trägt der Wind in das Dorf. Wir hören uns das einmal an. Ich meine, das ist ja schon laut. Vor allen Dingen, das Dorf war vorher da. Die Windräder kamen später. Und das ist schon eine Industrieanlage, das muss man schon sagen. Hier so auf die grüne Wiese gesetzt. Wir treffen uns mit Anwohnern. Denen raubt der Lärm der Windräder den Schlaf. Was noch viel schlimmer ist als das wirklich sehr gut hörbare Flügelschlaggeräusch, das ist so ein dumpfes Brummen, was permanent vorhanden ist. Das ist also insbesondere dann, wenn man mit dem Kopf auf dem Kopfkissen liegt, sich ausruhen will und dann denkt man plötzlich, da ist doch noch immer irgendwas. Und das ist eine Sache, da kann man gar nicht schlafen. Wir haben vor 14 Jahren das Haus gekauft. Wir haben das grundsaniert, wir haben angebaut, unsere 3 Kinder sind in der Zeit geboren, in der wir hier wohnen. Wir haben hier nicht nur Geld reingesteckt, sondern auch Herzblut. Und jetzt wird man hier einfach verraten und verkauft. Der Traum vom ruhigen Eigenheim zerstört, denn mit den Windrädern kam der Lärm und er will nicht mehr gehen. Die Anwohner wehren sich mit einer Bürgerinitiative. Auf einer der ersten Veranstaltungen, die wir von der Bürgerinitiative initiiert haben, wurden uns, das ist mittlerweile 2,5 Jahre her, Emissionsmessung versprochen. Da sollten an 4 Emissionspunkten, an 4 Häusern im Dorf, sollte gemessen werden, wie viel Lärm kommt tatsächlich bei den Häusern an. Von den Windrädern? Von den Windrädern, genau. Wir haben uns vorher fortlaufend beschwert, sowohl beim Kreis als auch im Rathaus bei uns. Es wird immer wieder gesagt, in der nächsten Woche, in 2 Wochen, nur stattgefunden haben diese Messungen bis heute nicht. Zuerst sollten zu laute Windräder umgerüstet werden. Ob das für die Anwohner etwas verbessert hat, das können nur Lärmmessungen an ihren Häusern zeigen. Dafür ist der Kreis Aurich zuständig. Doch der spielt hier noch eine ganz andere Rolle. Der Landkreis hat einen Bauantrag gestellt für diesen Windpark, hat sich den selber genehmigt, betreibt jetzt den Windpark und ist jetzt außerdem auch noch als Überwachungsbehörde nach dem Bundesemissionsschutzgesetz dafür verantwortlich. Kann ja nicht sein, dass sowas sein darf. Aber der Landkreis sieht da keine Probleme. Deshalb haben sie kein Vertrauen mehr. Sie wollen Druck machen bei der Gemeinde. Die ist auch am Windpark beteiligt. Dann wollen wir mal unseren Bürgermeister besuchen und mal gucken, ob der uns helfen kann. Im Rathaus wollen sie als Lärmflüchtlinge symbolisch Schlafasyl beantragen. Moin. Dort treffen sie auf Sebastian Mainz, stellvertretender Bürgermeister, zuständig für die Beteiligung der Gemeinde am Windpark. Hallo. Herr Mainz, auf ein Wort. Ja. Ich weiß nicht, zu welchen Personen wollen wir hier übernachten? Also sind ja viele noch am Arbeiten. Ob der Landkreis Ihnen jetzt irgendwelche Versprechungen gemacht hat oder nicht eingehalten hat, ist ja erstmal eine Streitigkeit zwischen den Anliegern und dem Landkreis. Das sehe ich in Und das ist doch sicherlich auch im Interesse der Gemeinde Großheide als Mitbesitzer der Windkraftanlagen, dass da mal Abhilfe geschaffen wird, dass die Probleme mal gelöst werden. Seit 2 Jahren reden wir darüber, seit 2 Jahren können Leute nicht schlafen.
Und natürlich ist die Gemeinde Großheide da in Mitverantwortung und da muss jetzt langsam mal was passieren. Deswegen fordere ich Sie jetzt auf, sich da mit Landkreisvertretern nochmal zusammenzusetzen. Und ich fordere auch, dass diese Mühlen stehen bleiben müssen, bis diese Messungen tatsächlich stattfinden. Ich werde mich mit Sicherheit beim Landkreis gleich noch melden und versuchen, dort entsprechend einen Gesprächstermin noch zu erbitten, den ich idealerweise auf morgen dann versuchen werde zu terminieren. Dann will der stellvertretende Bürgermeister versuchen, beim Landkreis anzurufen. Zwei Anwohner und wir dürfen dabei sein. Moin, Herr Steinert, Sebastian Mainz, Gemeinde Großheide. Herr Steinert, ich habe unangenehmen Besuch bei mir im Büro. Ja, 13 Uhr Landkreis. Und tatsächlich wollen sich die Vertreter des Landkreises mit den Anwohnern treffen, hier im Rathaus. Ja, besten Dank. Das mit dem unangenehmen Besuch haben Sie hoffentlich nicht ernst gemeint. Das hat ja was mit Bürgernähe zu tun. Massive Einwirkung ist vielleicht subjektiv ein bisschen unangenehm in dem Moment, wenn man so ein bisschen überfallen wird letzten Endes. Informiert über die Besetzung des Rathauses taucht plötzlich der wichtigste Mann der Gemeinde auf. Fredi Fischer, Bürgermeister von Großheide. Liste haben. Finden Sie es normal, dass ein Betreiber sich selbst kontrolliert, der Landkreis? Ich meine, Sie sitzen ja mit dem Landkreis in einem Boot. Es ist relativ unglücklich. Das muss man zugeben. Es ist sehr unglücklich, dass der Landkreis Gesellschafter und auch Genehmigungsbehörde ist. Ein Geschmäckle ist nicht von der Hand zu weisen. Gebe ich Ihnen völlig recht. Ist nicht von der Hand zu weisen. Aber wir müssen gucken, wie wir damit zurechtkommen. Gut, ich würde sagen, ist jetzt... Dann sehen wir uns morgen. Wir dürfen ja dabei sein, davon gehe ich aus. Der Landkreis wird ja sicherlich Offenheit demonstrieren. Auch Herr Stahl hat zugesagt, dass Sie mit dabei sein dürfen. Das ist spitzenmäßig. Vorher sollen wir noch etwas erfahren von Harald Frauenknecht. Der Windkraftgegner hat ein brisantes Schreiben. Das kommt aus dem Innenministerium in Hannover. Es ist die Antwort auf die Frage, unter welchen Bedingungen der Landkreis überhaupt Windräder betreiben darf. Erstaunlich, was der Landkreis da in Hannover offenbar als Begründung angegeben hat. Und dann schreibt das Innenministerium, begründet hat der Landkreis diese Engagements vor allem mit seinem Interesse an einer Grundversorgung der Landkreisbevölkerung mit bezahlbarer, regenerativer Energie. Gewinnerzielungsabsichten als wirtschaftliche Interessen wurden nicht genannt. Das ist wichtig, denn zum Gewinnemachen dürfen Kommunen in Niedersachsen keine Unternehmen betreiben. Kommunale Unternehmen sollen einen Nutzen für die Bürger in der Region haben. Deshalb hat der Landkreis das wahrscheinlich so reingeschrieben. Sonst hätte er keine Genehmigung bekommen. Das heißt, das Innenministerium hat dem Landkreis geglaubt. Kein Einwohner dieses Landkreises kann beim Landkreis Aurich Strom erwerben. Er kann nur seinen Müll entsorgen lassen. Und der Rettungsdienst wird auch noch betrieben. Öffentlicher Nahverkehr. Aber Strom kann ich definitiv nicht kaufen. Hat der Landkreis die Kommunalaufsicht beim Innenministerium getäuscht? Wir fragen in Hannover nach. Merkwürdig. Das Ministerium wiegelt ab. Die Kommune habe einen Beurteilungsspielraum und dieser sei gerichtlich nur begrenzt überprüfbar. Anlass für eine Beanstandung habe man nach der Prüfung nicht gesehen. Beim Bund der Steuerzahler kann man die Tatenlosigkeit im Innenministerium nicht nachvollziehen. Hier ist man sicher, der Kreis Aurich darf nach geltendem Recht so keine Windkraftanlagen betreiben. Es muss bei dem Betrieb, bei Windkraftanlagen auch immer gesichert sein, dass eine Eigenvorsorge gegeben ist, dass also auch der Landkreis, die Landkreisbevölkerung im Grunde davon profitiert. Also Sie würden sagen, dass das, was dort im Landkreis Aurich läuft, dieser Betrieb der Anlagen durch den Kreis, dass das gegen geltendes Recht verstößt? Die Hinweise sind ja nicht neu, dass im Grunde hier, sagen wir mal, das Gesetz nicht eingehalten wird in Ostfriesland. Vielleicht kann uns jemand vom Landkreis Aurich beim Gespräch mit den Anwohnern erklären, wie das funktioniert mit dem preiswerten Strom für die Landkreisbevölkerung, den es gar nicht gibt. Fast hätten wir das Gespräch verpasst. Kurzfristig hat der Landkreis den Ort verlegt, ohne uns zu informieren. Dann kommt auch noch der Pressesprecher mit einer echten Überraschung. Unter welchen Bedingungen sind mehrere Gesellschaften beteiligt hieran, das wissen Sie genau. Ja. Privatrechtlich organisiert. Sie haben uns eingeladen. Von denen ist nur eine, aber nicht unter den Bedingungen. Unter welchen Bedingungen? Unter welchen Bedingungen? Wir würden gerne mit Ihnen das Gespräch jetzt suchen.
wären auch gerne bereit, Anschluss zu äußern. Aber wir möchten gerne mit Ihnen erstmal sprechen. Der Mainz hat was haben Sie denn zu verbergen? Das ist eine Unverschämtheit. Das ist ein Schmierentheater, den Ort hier einfach zu wechseln. Wir sind nach Großheide von Ihnen eingeladen worden. Jetzt sollen wir nach Aurich fahren, in der Hoffnung, dass hier keiner Zeit hat. Und jetzt sagen Sie den Termin ab. Das ist eine Unverschämtheit. Rede das nochmal, ich sage Ihnen gleich Bescheid. Wir haben ganz offensichtlich was zu verbergen und sind nicht bereit, vor laufender Kamera Ihre Zusagen zu machen, die Sie dann nämlich hinterher einhalten müssen. So, wir warten jetzt noch auf einen Gesellschafter. Dann plötzlich doch. Wir warten noch auf einen der Gesellschafter. Der ist gerade gekommen. Ist gekommen und dann machen wir das. Wir besprechen uns kurz und dann gehen wir ran. Ja, okay. Nun können die Anwohner und wir unsere Fragen loswerden. Endlich. Moin. Hallo. Moin. Es sollten Emissionsmessungen gemacht werden an den Häusern, an 4 beziehungsweise mittlerweile 5 Häusern. Und jetzt, ohne dass wir über irgendwas informiert werden, wird sich einfach nicht an diese Vereinbarung gehalten. Und das ist eine Unverschämtheit. Es antwortet Heinz Hollwedel, Leiter des Bauamtes beim Kreis, zuständig für die Kontrolle der Windräder. Ja, aber es muss ja auch passen. Es muss ja das... Wir wissen ja, folgende Bedingungen muss ich haben. Es muss Winter sein, es dürfen keine Blätter an den Bäumen sein, weil dann Hintergrundgeräusche da sind. Wir müssen bestimmte Winde haben, ob es Ost-, West- oder Südwind ist. Das muss passen. Bestimmte Windgeschwindigkeiten. Und wenn Sie das alles zusammenpacken, dann haben Sie das vielleicht 2 auf 3 Mal im Jahr. Das streckt sich fast über 2 bis 3 Jahre, bevor man eine richtige Messung hat. Glauben Sie, dass ein Kreis, der Windkraftanlagen betreibt, genehmigt, auch gleichzeitig Kontrollbehörde sein kann? Da haben Sie vollkommen recht, wie so etwas sein kann. Wir hätten doch gerne gehabt, dass das Umweltministerium die Genehmigung seinerzeit durchgeführt hätte. Gemeint ist das niedersächsische Umweltministerium. Wir haben auch dort entsprechend schriftlich angefragt und die haben das dann aber abgelehnt und haben zu uns gesagt, weil das eine Tochtergesellschaft ist und weil das unterschiedliche Ämter sind, ich habe ja mit dem Kollegen ansonsten ja nichts zu tun, können wir als Genehmigungsbehörde fungieren. Also uns wäre das wesentlich lieber gewesen, wenn das Umweltministerium die emissionsschutzrechtliche Genehmigung durchgeführt hätte. Das glauben Sie mal. Dagegen teilt uns das Umweltministerium in Hannover mit, eine ausdrückliche Anfrage des Landkreises Aurich, ob das Umweltministerium die Genehmigungsverfahren übernehmen wolle, gab es nicht. Aber Sie haben noch etwas anderes getan. Also mir liegt ein Schreiben des Innenministeriums vor. Sie haben es vor allem mit dem Interesse an einer Grundversorgung der Landkreisbevölkerung mit bezahlbarer, regenerativer Energie begründet. Kann ich denn jetzt bei Ihnen günstigen Strom kaufen? Das ist nicht bei mir, ich bin nur Genehmigungsbehörde. Ich habe nichts mehr zu tun. Also das ist nicht günstigen Strom kaufen. Das ist eine Tochtergesellschaft, das müssen Sie bei der Tochtergesellschaft kaufen. Berthold Steinert, Leiter des Ordnungsamtes beim Landkreis Aurich und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft des Kreises, die am Windpark beteiligt ist. Was soll ich jetzt sagen? Wir haben seinerzeit die Mitteilung bekommen, das war 2010, dass also das, was wir machen, kommunalrechtlich in Ordnung ist. Sie haben ja die Genehmigung sich quasi, ich sage jetzt mal ganz böse, erschlichen, indem Sie das Land Niedersachsen getäuscht haben. Das werfe ich Ihnen hier ganz offiziell vor. Und dann sage ich nein. Ne, und weise das zurück, weil wir als Landkreis den Minister oder das Ministerium über alle Vorhaben, über alle Dinge, über die gesamte Konstellation informiert haben. Und wir haben die Mitteilung, dass also dieses Vorhaben, so wie wir es geplant haben oder wie es dann auch umgesetzt worden ist, dann also keine kommunalaufsichtlichen Bedenken haben. Doch es muss der Kommunalaufsicht mittlerweile bekannt sein, dass die Windkraftgeschäfte des Kreises nicht ganz sauber sind. Dennoch schreitet sie nicht ein. Das große Ziel der Energiewende soll wohl nicht gefährdet werden. Die von der Windkraft betroffenen Anwohner haben dagegen keine Chance. Übrigens, die Lärmmessungen, die ja angeblich so kompliziert sind und nur im Winter stattfinden dürfen, diese Messungen werden nach unseren Informationen nun doch schon in diesem Monat gemacht. Geht also doch.